Willkommen zum Thema Spinnentiere, zweiter Teil. Heute geht es uns um die Verwandten der Spinnen. Die Übersicht zeigt, wohin unsere kleine Lektion zielt. Seht her! Die Klasse der Spinnentiere gehört zum Unterstamm der Fühler- und flügellosen Gliederfüßer. Wenn ihr das Video Spinnentiere Teil 1 gesehen habt, kennt ihr bereits Vertreter der Familien der Webspinnen mit den Radnetz- und Deckennetzspinnen, den Jagd-, Wolfs-, Krabben- und Springspinnen und die Familie der Weberknechte. Heute interessieren uns die Ordnungen der Milben, lateinisch Acari genannt. Die Pseudoskorpione und die Skorpione werden wir erwähnen. Beginnen wir mit Vertretern, die sich aufgrund ihrer geringen Größe und ihres ungegliederten Körpers von Spinnen und wegen der 8 kurzen Beine von den Weberknechten unterscheiden. Die Rede ist von Milben, die meistens im Boden siedeln und beim Abbau von abgefallenen Laub und anderen pflanzlichen und tierischen Resten eine wichtige Rolle spielen. Das ist eine Hornmilbe. Oft treten Hornmilben massenhaft im Moos auf und fressen modernde Materialien. Sie zersetzen tote Pflanzenmassen und mineralisieren diese mit ihren Ausscheidungen. Im Moos ist ihnen der Moosskorpion als Jäger. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com